Ein herzliches Hallo zusammen und willkommen zurück zu NGL Biathlon. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, uns für die Verfolgung zu qualifizieren hier mit unserem neuen Spieler hier. Also hier mit meinem... Ja, hier seht ihr hier mit meinem eigenen Charakter. Lasst aber gerne ein Like und ein Abo da. Und dann will ich jetzt sagen, let's go. Ja gut, es wird jetzt so schwer werden. Ich möchte einfach nur ein gutes Rennen abliefern, mehr möchte ich auch nicht. Dass es schwer sein wird, das ist mir schon im Voraus schon klar gewesen. Aber was soll's. Wir sammeln Erfahrung. Und mehr möchte ich auch nicht. Wir haben einen guten Sprint gemacht, aber trotzdem. Ich möchte so wenig Fehler wie möglich schießen. Und das wird jetzt sehr, sehr schwer sein, jetzt hier in der Verfolgung. Weil wir sind ja mehr der Newcomer. Deshalb war das auch schon eigentlich überragend. Dass wir im Sprint hier den vierten Platz gemacht haben. Und Deutschland bei der Staffel auf Platz 3 gebracht haben. Naja. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich jetzt mal sagen, let's go. Ja, wir haben bewusst langsamer geschossen, weil wir wollten die null Fehler haben. Auch wenn wir jetzt zurückgefahren sind, das ist mir sowas von egal. Top 20, ey, dann da wäre ich schon zufrieden. Hauptsache nicht letzter werden. Und morgen stehen ja die Staffelrennen hier bei der WM in Novi Mesto an. Leider hat die Single Max Staffel gestern leider gepatzt. Schade drum. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall nicht letzter zu werden. Also wie schon gesagt, ich bin erstmal bescheiden. Weil man sollte ja auch irgendwie kleinere Brötchen backen erst. Oh, das war doch schon mal wieder ein gutes Schießen.
So, ab in die Strafrunde mit euch. Tschüss. Jetzt wollen wir nur Fehler geschossen, jetzt im Liegen. Wenn man das jetzt auch nochmal ins Stehenschießen hinkriegen, dann bin ich zufrieden. Mir ist es erstmal das Schießen wichtig. Und dass wir nur Fehler schießen können, das haben wir ja im letzten Sprint ja unter Beweis gestellt und bis jetzt auch. Aber wir haben ja jetzt noch zweimal stehen schießen. Deshalb werde ich das Rennen auch wieder ganz gemäß einteilen. So, jetzt halt kommen wir zum Stehenschießen. Und dann bin ich mal gespannt. Na gut, man braucht jetzt nicht erwarten, dass ich gewinne oder so, um Gottes Willen. Das erwarte ich auch nicht. Ich möchte einfach ein gutes Rennen machen. Na guck, es geht doch. Schon dreimal nur Fehler geschossen. Also was Schießen angeht, bin ich absolut zufrieden. Na gut, jetzt ist mein Landmann hin. Na gut. Den lassen wir passieren. Erstmal. Wir sind ganz gut dabei, finde ich. Also bis jetzt bin ich absolut zufrieden mit meinem Rennen. Also jetzt hier für dieses Rennen jetzt. Wir haben schon dreimal nur Fehler geschossen. Sollte uns das jetzt nochmal gelingen, dann wäre ich absolut happy. Ich habe jetzt auch kein Interesse, vorwärts zu machen. Aber ganz abgesehen davon haben wir ja jetzt nur noch ein Schießen. Na gut, hier müssen wir jetzt ein bisschen. Aber dafür können wir dann gleich auf jeden Fall nochmal Vollgas machen. Jetzt hat es erstmal nochmal schießen. Na, das war jetzt ärgerlich. Dann müssen wir jetzt halt nochmal zwei Runden laufen, was soll's. Da sind noch mehrere, die... Aber wir sind immer noch auf Platz 6. Aber jetzt können wir Vollgas machen. Trotz der zwei Strafrunden eigentlich wieder. Na gut, die waren jetzt unnötig, da war ich auch ein bisschen zu hektisch, wenn ich ehrlich sein muss. Aber egal. Das ist die Erfahrung. Heute als
Newcomer. Dreimal nur Federschießen. Das ist schon eigentlich recht in Ordnung, finde ich. Darauf müssen wir auf jeden Fall aufbauen. Der Rest kommt irgendwann von selbst. Obwohl, ob ich mir jetzt noch anschnappe, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Oder kann ich mir den hier noch packen? Nee, leider, das wird eng, das wird sehr, sehr eng. Nee, leider nicht mehr, aber egal. Also ich finde, das Rennen, das war ziemlich in Ordnung. Na gut, wenn es diese zwei Strafen nicht gewesen, da wäre mehr drin gewesen, aber egal. Komm, dann darauf bauen wir jetzt auf und dann... Na cool, wir können beim Massenstart dabei sein, jawohl. Nächstes Ziel erreicht. Nee, wo wollen wir das noch mal? Nee, das ist auch. Komm, wir nehmen das mal und dann let's go. Massenstart drin. Wir werden es ja ganz gemütlich angehen. Warum hier machen wir mal ein bisschen Gas hier? Weil wir wollen mal hier nicht so als Schmalspur hier enden. Massenstart, jo. Das ist auch mein erster Massenstart, den ich hier jetzt hier mit meinen eigenen Charakter hier laufen. Oh, ich muss sagen, das macht schon echt Laune, Bock und Laune. Aber hier ein wenig kämpfen wir uns ein bisschen nach vorne. Aber wie schon gesagt, wir wollen nicht so viel erwarten. Trotz der guten Leistungen, die wir jetzt in den letzten Rennen hatten. So. So, wunderbar. So, wieder zum Anfang, das ist recht in Ordnung. Ja, guck, wir müssen auch noch welche
abbiegen. Und wenn man jetzt wieder ein paar Pässe nach hinten fallen, egal. Wir teilen uns das Rennen ein und gut ist. Wir sind ganz gut dabei, also mal ey Digga, der schiebt mich da einfach so raus, ey. So, jeder fängt mal klein an und kommt immer noch mal groß raus. Wenn ich hier an Jonas Tingis Bö denken muss. Wie der schon wieder hier die WM so quasi dominiert. Auch wenn er nicht alles gewonnen hat. Egal. So, schießen ist es wichtiger. Ja, der erste Schuss, der war sehr unglücklich. Na guck, da wollen wir noch mehr mit mir eine Ehrenrunde drehen. Ey, warum drift ich hier immer weg, ey? Dafür versuchen wir das gleich im Stehenschießen auf jeden Fall besser zu machen. Das wird jetzt auch übrigens auch das letzte Rennen sein. Weil mit denen werde ich erstmal nicht so viel machen. Weil irgendwann findet mir auch die Konzentration. Und ich bin wohl auch erst morgen, erst abends wieder. Irgendwann wieder am Let's Playen. Ja, weil ich auch morgen wieder die ganze Zeit beschäftigt bin. Ich habe halt auch noch andere Sachen zu tun. Aber egal. So, jetzt kommen wir zum ersten Stehenschießen. So, jetzt hat er schon mal die Konzentration. So, durchschnaufen und... Wir haben aber dafür recht zügig geschossen, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Na gut, wir müssen jetzt mal noch einmal kreiseln. Warum müssen die anderen auch? 11. Platz. Na gut, für was das reicht, sehen wir ja gleich. Weil wir haben ja noch einmal ein Schießen. Und der Kerl, der behindert mich schon wieder. Was ich auch sehr, sehr unsportlich finde.
Und gleich nochmal mit null Fehlern vom Schießstand kommen. Das ist jetzt mein Ziel. Und dann, dass ich jetzt kann, das habe ich auch schon bewiesen. So, wir kommen jetzt gleich zum letzten Schießen. Und da müssen wir jetzt wirklich Ruhe bewahren. Nicht sofort drauf losfeuern. Ja, guck, es geht doch. Mal gucken, für was das jetzt reicht. Können wir uns den nochmal anschließen? Wenn ja, weil dann könnten wir noch vielleicht noch ein paar Plätze gut machen. Wenn jetzt diese Bündelstrafrunde nicht gewesen. Aber wir haben das Zeug dazu, in die Top 10 zu laufen. Das ist auch schon sehenswert. So, die können ruhig langsam mal laufen da hinten, diese Herrschaften. Oh, das war doch recht knapp. Aber Platz 9, das ist schon... Nee, aber ich muss sagen, das ist eigentlich recht in Ordnung. Gut. So, und in den nächsten Rennen machen wir dann auf jeden Fall alle. Na gut, nicht alle, aber ein paar werden wir dann wieder im nächsten Let's Play machen. Lasst gern ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin und haut rein. Euer Marcel Let's Play.